Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video möchte ich mal hier so einen Lötkolben von Weller reparieren. Das heißt, eigentlich nur die Leitung hier austauschen. Und zwar ist folgendermaßen, es ist so, dass hier der Stecker abgeknipst wurde von dem Lötkolben. Da ist ja hier so ein 3-Poliger normalerweise dran. Ich habe ja also auch ein neues Ersatzkabel und da will ich jetzt also das Kabel einfach mal tauschen. Zunächst muss man hier hinten die Schraube lösen, und zwar ist es eine Zugentlastung, also ich drehe die einfach mal ganz raus, so, und dann löst man hier oben die drei Schrauben. Das ist bei diesen Weller Lötkolben eigentlich, also von dieser Serie, natürlich immer gleich. Auch bei der etwas moderneren Variante, wo der Griff etwas anders gestaltet ist, das ist genau das gleiche, also diese drei Schrauben löst man so, und jetzt kann man das Ganze hier ein bisschen rausdrücken, vorsichtig natürlich, und hier dann den Griff praktisch abziehen, also rausnehmen, Kabel durchziehen, so dass man jetzt hier sieht, wo das rankommt, nämlich an diese beiden Lötösen. Hier ist auch nochmal so ein, ja, für die Zugentlastung so ein Schrumpfschlauch drauf, den nehme ich weg. Das heißt, jetzt braucht man einfach nur von dem neuen Kabel hier das braune und das blaue anzulöten. Und eventuell hier ist noch ein anderes Kabel, nämlich sozusagen die Masse, wobei das ist eigentlich keine Masse, sondern man kann hier noch eine dritte Ader anlöten, die nachher an der Lötstation auch meinetwegen mit dem Schutzleiter verbunden wird, sodass dann hier das Metall am Schutzleiter dran ist, sodass man wirklich geerdet ist beim Löten. Gut, also als erstes werde ich erstmal hier die beiden ablöten. So, abgelötet ist es jetzt. Und jetzt heißt es also wieder in der falschen Reihenfolge sozusagen, den Schrumpfschlauch hier für die Zugentlastung rauf und das Ganze dann durch den Lötkolben natürlich ziehen. So, lang genug lassen natürlich und jetzt anlöten. Jetzt sehe ich hier gerade, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich werde da mal ein bisschen reinzoomen in das Kabel. Moment. Ich hoffe, dass man es sieht. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Da sind Stücke von der Isolierung abgegangen. Ach du Scheiße, das ist jetzt richtig brüchig. Sieht man hier ganz gut. Also es fällt hier wirklich, oh, es fällt hier wirklich auseinander. Das ist natürlich, oh, gar nicht gut. Hier sieht man auch, da würde es jetzt zu einem Kurzschluss kommen. Also diese ganze innere Sache ist hier völlig brüchig. Also das ist natürlich absolut schlecht, kann man nur sagen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das auch in dem Kabel innen so ist, dass es hier alles, sage ich mal, sich zerlegt. Deswegen werde ich Folgendes machen. Ich werde hier erstmal abschneiden und werde dann hier abmanteln, um zu gucken, ob auch das Innere so brüchig ist, weil ich muss es jetzt irgendwie anlöten, diese ganze Geschichte hier. Und so geht das natürlich nicht. Also hier sieht man eindeutig, die beiden kommen zusammen. Also wenn ich das zusammen hier in den Lötkolbenhalter einbaue, dann gibt es hier einen Kurzschluss. Also so geht es natürlich nicht. Das heißt, ich werde jetzt erstmal abkneifen hier an der einen Stelle und hier ein bisschen abmanteln und gucken, ob das auch im Innenleiter so brüchig ist. Beziehungsweise, ja, wenn nicht, dann kann ich es natürlich gut anlöten. Also jetzt mantel ich das erstmal ab. Dazu nehme ich ein scharfes Messer. Das sollte man eigentlich normalerweise nicht so machen, aber ich mache es einfach mal, um das zu testen. Und ritzt hier vorsichtig rein. Ich muss die Kamera doch noch mal ein bisschen näher ran zoomen. So. Da ist immer die Gefahr, dass man auch die Leiter dann mit trifft, wenn man das so längs macht.
Ja, und jetzt sieht man hier, weiß nicht, ob man es gut erkennt, also auch hier innen bricht das einfach raus. Also ich habe jetzt hier, ich gehe ein bisschen hin und her, es bricht einfach raus. Das heißt, ich kann das Kabel gar nicht verwenden. Wenn ich jetzt weiter abmanteln würde hier, dann würde es hier weiter abbrechen, hier sozusagen die Isolierung. Es würde wiederum zum Kurzschluss führen, also ich müsste ihn noch weiter abmanteln und wenn das Ganze kabellos ist, kann ich das leider nicht anlöten. Das ist jetzt totaler Mist, weil ich habe jetzt kein anderes Kabel da. Und man sieht jetzt hier übrigens auf dem Tisch schon die ganzen Krümel. Hier, nicht? Das ist alles von dem Kabel hier. Alles, was hier ist. Ich habe dann das alte Kabel hier. Da ist es nicht so, da bricht nichts. Also da ist jetzt das fest drauf. Und das ist uralt. Also das ist hier bestimmt schätzungsweise 25 Jahre alt oder so. Also ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, weil ich brauche den Lötkolben. Ich muss mir mal was überlegen. Also nach einigem Hin und Her und Überlegungen habe ich mir gedacht, ich werde dieses Kabel, was hier auseinanderbricht, einfach mal an die Firma Weller schicken. Und die soll mir mal sagen, wie ich das verlöten soll, beziehungsweise, ja, vielleicht kriege ich ja da ein Ersatzkabel oder so. Also so kann ich das nicht löten. Ich werde also eine Mail schreiben und gleichzeitig hier dieses Kabel dort an die Firma Weller schicken. Mal gucken, ob ich da eine Antwort kriege, eine positive oder auch eine negative, das weiß ich jetzt nicht genau, weil ich kann das hier so nicht verwenden, ganz klar. Und ich meine, es ist gekauft und gut, es ist auch schon einige Zeit her, wo ich das gekauft habe, aber letztendlich, es kann ja nicht sein, dass nur weil es hier ein bisschen rumliegt, das Kabel, dass es hier auf einmal richtig brüchig wird. Die sollen mir mal eine Antwort schicken, was ich damit jetzt machen soll. Und dann werde ich natürlich hier weiter gleich berichten, was daraus geworden ist. Also, vor 7 Tagen habe ich diese Mail abgeschickt mit der Bitte um Umtausch und habe dann gleichzeitig das Kabel zugeschickt. Und jetzt sieht man, juhu, ich habe wirklich ein neues Kabel bekommen. Toller Service von Weller, ging wirklich schnell, völlig problemlos. Und man sieht auch hier, so muss es natürlich sein. Und die Ummantelung ist natürlich Silikon und auch die einzelnen Adern. Und jetzt kann ich also hier den Lötkolben reparieren. Und dazu werde ich zunächst hier mal diese Hülle rüber machen. Das ist ja für die Zugentlastung hier so eine Hülle nochmal, dass das Kabel nicht direkt dort gequetscht wird, aber zumindest nicht so sehr. Und dann wird das hier reingezogen. Ich mache das mal ruhig fast ganz durch. So, dann gehe ich hier ein bisschen zurück und werde jetzt als nächstes natürlich mit dem anderen Lötkolben, den ich natürlich noch hier habe, hier das einfach wieder verlöten und dann ist der Lötkolben hier repariert. Die Montage ist hier relativ einfach. Man zieht das Kabel hier nochmal durch diese Bohrung durch und dann habe ich das jetzt hier schon mal ein bisschen festgeklemmt. Das blaue und das braune. Und jetzt will ich die erstmal anlöten, damit die mir nicht wieder abgehen. Dazu brauche ich auch nochmal Unterstützung hier von einem kleinen Schraubstock, der mir das hier so ein bisschen runterhält. So, ich werde mal hier reinzoomen. So in etwa, so dass ich jetzt hier das erstmal anlöten kann. Der eine ist nun dran, der andere folgt. So. Und jetzt zum Schluss natürlich noch den weißen. Der war bei dem ursprünglichen hier nicht dran, aber ich löte ihn trotzdem an. Also hier der weiße, der kommt jetzt hier an diese Lötöse ran. Dort hake ich den einfach ein. Also ich mache jetzt einfach hier so einen Haken und hake das hier so ein und löse das an und dann kann ich das Gehäuse im Prinzip zumachen. Also auch hier nochmal ein bisschen festlegen hier mit dem kleinen Schraubstock.
und dann einfach hier nochmal festlöten. Gut. Ja. So sieht es jetzt aus. Und jetzt kann ich hier den Griff rüberziehen. Ich werde mal wieder rauszoomen, damit man es besser sieht. Also der Griff wird jetzt hier rausgezogen. Man sieht jetzt hier die Zugentlastung oder diese Hülle kommt auch durch. Im Endeffekt ist es etwas schwer, aber es passt normalerweise schon. So, und jetzt kann ich das hier wieder zurückziehen oder schieben, hier besser gesagt. Dann kommt hier die Schraube rein, die weiße. Einmal hier. So. Und hier vorne dann die drei Metallschrauben. Und dann ist der Lötkolben eigentlich auch repariert. Also die drei Schrauben hier vorne noch. So, und hier hinten noch mit dem anderen Schraubendreher, mit dem normalen, hier die Zugentlastung praktisch zudrehen. So hält das ganz gut. Und jetzt kommt noch die Lötspitze rauf und dann teste ich den kurz und dann sollte eigentlich in Ordnung sein. So, die Lötspitze ist drauf. Ich schalte mal ein. Und ich hatte vorhin den schon mal kurz an, also er müsste funktionieren, man sieht, es qualmt. Damit ist der Lötkolben jetzt erstmal repariert. Er hat einen normalen Anschluss für die Lötstation, sodass es auch relativ harmlos war hier vom Aufwand der Reparatur. Ja, das war's mal wieder. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.